So, kann hier vielleicht jemand ein Taschentuch gebrauchen? Ins Feuer damit. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Aha. Alkohol ins Feuer gießen. Ach was. Hallo Lilly, du. Ach, das hat die. Du sollst. Also. Okay. Westerndorf. Ja gut, dann gehen wir erstmal zum Westerndorf zurück. Vielleicht will uns der Goldgräber doch noch verraten, wie wir zu seiner Mine kommen. Wir brauchen nämlich Geld fürs Pokern. Willst du mich wieder wegen meiner Mine löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Mine nicht verraten. Verdammt. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Tja. Wenn du den Schamanen suchst, halte nach Rauchzeichen Ausschau. Er kommuniziert irgendwie über diese Dinger. Tja, halte nach den Rauchzeichen. Dazu müssen wir Feuer machen. Nein, nicht in den Hinterhof. Prärie. Rauchzeichen. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Tja. Tja, da können wir jetzt nichts mitmachen. Zurück in den Sandlunden, vielleicht können wir da irgendwas erreichen. Tja, ein Sektkübel vielleicht. Na, großartig. Ui. Sag mal, bist du denn? Dieser Kälte kann man sich schneller ja Kälte handeln. Was nicht heißt, dass ich krank wäre. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Aha, okay. Wie geht's dir denn? Mir ist nur ein wenig kalt. Krank bin ich nicht darum. Lange nicht. Natürlich. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Gut, wie wär's mit einem Taschentuch? Danke. Ah, was ist das? Oh je. Schnell, die Medizin. Jetzt säuft das Alkohol. Gas aus. Endlich. Lecker. Die Flasche. So schön, so schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Was tust du denn da? Och nö! Yay! Alkohol. Alkohol und Nutten. Was? Nice. Alkohol haben wir freigeschaltet. Freigespielt. Gut, jetzt können wir, jetzt haben wir das Verbot freigeschaltet. Alkohol trinken.
So, na dann. Frohen Suff. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Oh wei. Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und siehst das Brodeln in der Lunge. Wagga, wagga, wagga! Ja. Der Barmann hatte bereits eine beachtliche Delle in den Tisch gehauen. Der Barmann hatte bereits eine beachtliche Delle in den Tisch gehauen. Aha, hallo Barmann. Wagga, wagga, wagga! Tja, na dann. Können wir doch bestimmt jetzt zur Polizei. Polizei. Alkoholtests. Na komm. Na großartig. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Okay. Dann mal die Karte wieder. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Was? Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Ein cooler Vielleicht Hamster. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Wir haben eine Karte. Ednas Karte. Und wir dürfen Feuer machen, wir dürfen Erwachsenen widersprechen, wir dürfen Alkohol trinken, lügen, gefährliche Orte betreten, spitze Gegenstände verwenden, wütend werden und tun und lassen, was man will. Das dürfen wir nach wie vor immer noch nicht. Aber die Karte beobachten. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber... Ach was. Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Hm. Tja, aber eine hübsche Karte hier. Wie die Anstalt um eine Quatsch, hier ist die Anstalt. Und dann war die Klosterschule. Hier die Wegweisung. Hier das Dorf. Die Kirche. Ah, auch interessant. Hier sind wir in Edna bricht Ausland gekommen. Hier da zur Kirche und hier müsste irgendwo auch Ednas Haus sein. Das heißt, hier sind wir durch das Tor durch, also ne, über die Brücke sind wir gekommen, das heißt, wir sind hier. Edna bricht außen wir hier durch über die Brücke. Ja, über die Brücke, da haben wir hier noch das Seil hier. Das Abschleppseil und so weiter. Hier durch, dann hier durch den Friedhof. Ja, hier irgendwo müsste Ednas Haus sein. Ja, wahrscheinlich hier oder hier so in dem Dorf. Ich glaube, das war jenseits des Dorfes. Also müsste es ungefähr hier sein. Ednas Zuhause haben wir hier. Aha. Können wir es ja auch mal zu Hause besuchen. Mhm. Ein Fahrrad. Der Fluchtwagen stand bereit. Leider gab es niemanden, der sie befreien wollte. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Ach, schade. Vielleicht mit der Pumpe? Das Fahrrad war gut aufgepumpt, wie sein Besitzer. Tja. Da können wir wohl nicht viel machen. Von hier aus sah die Pizza viel toller aus, wie alles, was man nicht haben konnte. Pizza, Freunde, Eltern. Tja, Polizist. Na, was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Und genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, was? Ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Auf jeden Fall. Was?
Oh nein, Harvey. Du sollst nicht lügen. Aber ich verspreche nie mehr. Du sollst nicht lügen. Ach je. Tja, dann kann ich dich auch leider nicht freilassen. Man kann mir einiges nachsagen, aber nicht, dass ich nicht aus meinen Fehlern lerne. Verdammt, wir müssen das Verbot lügen. Na dann, Harvey, komm mal her. Oh, hast du Bock, mit dem Wollknäuel zu spielen? Darf ich das nochmal sehen? Aha. Wookie. Wookie. Großartig. Weiter geht's in den nächsten Traum. Das nächste Hindernis bewältigen. Aha. Hallo, Lumanda X. Willkommen. Hast du denn Nachricht der zurückgezogen? Ich konnte sie nicht vorlesen. Aha, okay. Justitia. Na, Lilly, bist du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du wärst es wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen. Nein. Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte, ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Nein, natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Frage, die einen dahin führt, kannst selbst nicht. Ach, du Schreck. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Ein Rätsel. Wir müssen ein Rätsel für die Justiz erlösen. Der Kommentar macht traurige Geräusche. Das hat Klimanda. X. Kann man auf YouTube noch kursiv schreiben? In den Kommentaren? Ich fürchte, nein, man kann in den Kommentaren nicht kursiv schreiben. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir für Kursivia, ja genau, für Justitia, noch geht's hin lösen. Ach du Schande. Gott ist gut und wahrhaftig. Teufel ist böse mit viel Weisheit. Gott ist Wahrheit, denn er ist voll der Weisheit. Teufel lügt mit all seiner Bosheit. Aha, das heißt, wenn wir jetzt hier Lüge böse und das hier. Was machst du denn da? Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Okay. Das hier. Und das hier. Ja, das gut, Weisheit. Okay. Und dann jetzt hier. So, dann. Lüge, Weisheit. Ja. Das ist logisch. Kriegen wir das jetzt hier fürs 2 hin, oder was? So, Lüge ist gut, ist Weisheit, Lüge ist Weisheit. Also ist Lüge gut. Jetzt müssen wir noch hinkriegen. Weisheit, Wahrheit und... Vielleicht das hier. Was machst du denn da?
Daraus lässt sich ja gar nichts ableiten. Probier was anderes. Tja, gut, jetzt nur ganz von vorn. Muss er noch einmal von vorn. Oh, weil.